Für viele Schüler geht in den nächsten Wochen ein Jahr Schule in der Pandemie zu Ende. Und für einige, die jetzt ihre Abschlussprüfungen schreiben, sogar die Schullaufbahn. Im vergangenen Jahr haben sie vor allem gelernt, ohne die traditionelle Schulstunde zu Wissen zu gelangen. Und nun stehen also die entscheidenden Abschlussprüfungen bevor. Wie 13-Klässler in einer Gesamtschule im nordrhein-westfälischen Waldbröl sie erleben, das schildert Jan Koch. Also ich stehe gerade auf einer 3 und will da auch halt bleiben. Deswegen darf Mathe nicht zu schlecht ausfallen, dass ich da nicht noch irgendwie runterrutsche. Hast du da Angst vor? Ja, ziemlich. Und desto näher man kommt, desto höher wird der Puls. So wie es eigentlich aussieht, würde ich den Hauptschulabschluss halt haben am Ende der 10. Klasse, wo ich sage, ja, ist okay, da kann ich mit klarkommen. Um dann zu schauen, wie geht's weiter? Für Dominik, Eni, Zoe. Sie alle haben gekämpft für diesen Moment, ihre Abschlussprüfungen. Dass ausgerechnet sie zur Abschlussklasse Corona gehören werden, das hätte keiner gedacht. Hier an der Gesamtschule im kleinen Städtchen Waldbröl, mitten im oberbergischen Land. Mathe. Eine Woche vor den Prüfungen. Zoe hofft, dass das ganze Hin und Her, mal alleine, mal in der Schule zu lernen, für sie nicht zum Nachteil wird. Beim Lösen von Gleichungen hat sie noch Probleme. Ich verstehe nicht, welche. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich gucken muss. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt 2 für das X einsetze, kann es ja zum Beispiel zu wenig sein. Ihr Ziel? Im kommenden Schuljahr aufs Berufskolleg wechseln und dann weitersehen. Ein paar Klassenzimmer weiter. Auch hier heißt es für Dominik und Eni Parabeln, Funktionen, Bruchrechnung. Also von, ich gehe 5 statt 25 nach oben. Ja. Und das ist was für ein Bruch? 5,25 kürze ich aber. Auf. Ach, ein Fünftel. Genau, so, ein Fünftel, ne? Bei der Prüfung muss das ohne Hilfe laufen. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Corona-Jahr hat nicht nur Eni an der Frage verzweifeln lassen, was kommt nach den Abschlussprüfungen, nach der 10. Klasse. Ich habe mir auch oft überlegt, jetzt auch während der Situation, wo ich mir dachte, ich kann gar nicht mehr, ich schaffe das auch gar nicht mit Abitur jetzt danach noch, habe ich mir überlegt, auch einfach eine Ausbildung im Handwerk zu machen. Aber? Na, ich habe mir jetzt überlegt, ich versuche es jedenfalls mit dem Abi, wenn ich jetzt nach der 11 sage, nee, es passt mir gar nicht, dann kann ich auch immer noch abgehen. Also, aber dass ich es jedenfalls ausprobiert habe. Abitur war für ihn kein Thema. Für Dominik stand schon lange fest, er will sein Hobby, das Schrauben, zum Beruf machen. Macht eine Ausbildung als Mechaniker. Dafür reicht ihm der Realschulabschluss. Weil nach 10 Jahren Schule ist das ein bisschen anstrengend an der Zeit. Und dann nochmal 3 Jahre Abi. Dann nochmal die Ausbildung machen für 3 bis 4 Jahre, dann bin ich 23, 24, dann fange ich erst zu arbeiten. Da habe ich zum Beispiel schon meine Ausbildung lange fertig. Jetzt hofft er nur noch auf einen guten Schnitt. Mit dem Wechselunterricht kam er im Gegensatz zu vielen anderen ganz gut klar, hat zu Hause seinen eigenen Rhythmus finden können. Tatsächlich war es leichter. Für mich zum Beispiel war es leichter, weil ich kann besser alleine arbeiten. Für sie war es teils eine Qual. Stunden, tagelang saß Zoe vom Tablet, Unterricht, Lernen, alles digital. Sie glaubt, ohne Corona würde sie besser abschneiden. Man sitzt auch irgendwann zu Hause und weint, weil man einfach nicht mehr kann, weil das natürlich auch überfordert oder auch, dass die Politiker nicht immer wissen, was wirklich abgeht in der Schule. Dass man wirklich manchmal zu viel Sachen kriegt oder auch so gestresst ist, dass das, ich sage jetzt einfach an die Psyche auch natürlich geht. Dass das momentan einfach eine sehr schwere Zeit für uns alle ist, die gerade ihren Abschluss machen. Noch wenige Wochen. Dann wissen sie, wie sie waren. In Mathe, Deutsch, Englisch. Doch eine Abschlussfeier, ein Abschlussball als Belohnung oder Trost wird es nicht geben. Meine ganze Schullaufbahn habe ich mich so sehr auf diese Abschlussfeier und alles gefreut. Und jetzt kann es nicht stattfinden. Und ich wünsche das auch keinem, der in Zukunft seinen Abschluss macht. Dass der so einen Abschluss, ja, so eine 10. Klasse machen muss.